Lass uns mal an die Wand rübergehen. Ja. Erklär mal kurz, was. Ich kann es ja direkt vergessen. Hier an solchen Sachen hältst du dich fest. Das reicht schon, um dein komplettes Körpergewicht hochzuziehen und dann an den nächsten Knopf zu kommen. Genau, also das hier ist ein Trainingsgerät, das Beastmaker heißt. Und da gibt es verschiedene Griffarten dran. Und da kann man Fingerpaare einzeln trainieren und Klimmzüge machen. Also nur hier beim vier. Mit vier, genau. Mit vier kann ich mich gerade noch ganz kurz halten. So, das war's. Mit zwei. Geht mir nicht an, ich halte. Oh. Schon knack gemacht. Schon knack gemacht, aber es ist ja fast, das ist ja unmöglich. Was wiegst du? Im Moment 80 Kilo. 80 Kilo, ja, da bist du ein bisschen leichter als ich. Ist ja klar, dass du dich da besser festhalten kannst. Du kannst dich auch mit einem Finger festhalten? Das kann ich gleich mal versuchen, ja. Mit einem Finger? Mit einem Finger den ganzen Körper oder brauchst du zwei, also zweimal einen Finger? Kann ich beides mal ausprobieren. Du kannst dich mit einem Finger alleine, kannst du nicht. 80 Kilo. In warmen Fernsehstudios bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, dann mach doch mal. Da bin ich aber mal gespannt. Ja. In unserem Vertrag steht, dass ich das T-Shirt ausziehen muss. Also es war keine freiwillige Entscheidung. Der Bachelor! Ein Traum. Ja. Ich probiere einfach erstmal mit vier Fingern, ganz normal. Das habe ich ja schon vorgemacht. Aber nicht hochgezogen, ey. Boah, lieber Scholli. Ja. So, mit zwei Fingern an einer Hand. Ei, leck mich. Wo ist die Kraft für den Finger? Ist der hier im Unterarm? Ist im Unterarm die Kraft für die Finger, um die Finger da, dass mir die Finger nicht aufgehen? Ja, die Muskeln dafür sitzen im Unterarm, aber die Sehnen und so müssen über Jahre trainiert werden. Ja, ich habe das eben gemacht, hat direkt knack gemacht. Ich probiere noch mal mit einem Finger, aber weiß ich nicht, ob das klappt. Ach, weißt du nicht, ob das klappt? Bist du nicht sicher? Hast du noch nie probiert? Kannst du auch? Kannst du auch? Nee, ich kann nur bouldern. Also kannst du bouldern? Ja, okay. Ich finde es eine gute Kraftübung. Jule kann den Kram auch, aber zeigt dir zu viel, wie er es trainiert. Also gerade wenn es so überhängt, macht ihr das nur in so Sporteinrichtungen mit so Matten unten oder macht ihr es auch wirklich in den Bergen, ungesichert? Wir fahren auch ab und zu mal raus an den Fels und bouldern dann halt auch an so, die Wände sind dann auch meistens so 3-4 Meter hoch und wir haben dann so kleine Matten drunter liegen. Ah, okay, aber nicht richtig im Hochgebirge und so. Nee, das sind wieder andere Typen. Genau, das sind so Alpinisten dann. Alpinisten, Freeclimber, die dann wirklich so die Eiger Nordwand ungesichert draufsteigen oder sowas. Ja. Ne? Okay, ja, dann zeig mal. Okay. Das kannst du, also für mich kannst du komplett vergessen, das geht ja gar nicht, weil die Wand hängt ja so über, wie soll man denn da raufkommen? Ich kann, von der anderen Seite könnte ich rauflaufen, aber von hier geht auf keinen Fall. Probier mal. So. Man muss immer mit. Guck mal, jetzt hängt sie schon da. Ah, jetzt hält nicht, ja? So einfach. So einfach ist das. Also der definierte Start ist hier an den beiden. Wie, der definierte Start ist hier? Genau, und dann es gibt immer zwei Startgriffe und einen Topgriff und auf Wettkämpfen muss man dann so anfangen. Dann machst du hier so und dann? Ich denke, das liegt nur im Schuhwerk. Aber ja. Bitte? Oh, das Schuhwerk ist gut, da habe ich schon ganz andere Dinger mit bestiegen. Brauchst du Hilfe? Es geht nicht. Es ist ja gar nicht möglich. Kommst du darauf?
Oder geht das nicht, mit normalen Schuhen? In Kletterschuhen schon? Ach, das ist schon wichtig. Mit so einem normalen Schuhwerk kommt man da nicht rauf? Genau, die Reibung auf so abschüssigen Tritten ist so schlecht, dass man mit Turnschuhen Probleme bekommen wird, ja. Ah, okay. Das heißt, die Chancen wären jetzt wirklich schlecht. Wenn ich jetzt dich nötigen würde, da nochmal in deinen Vertrag zu gucken. Und ja, also interessante Sportart. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg damit. Und das nächste Mal, wenn ihr kommt, bauen wir noch eine höhere Wand auf. Ja? Und dann bis dahin trainiere ich ein bisschen, dass ich mich auch mit einem Finger festhalten kann. Und dann werden wir mal einen kleinen Wettkampf machen. Vielen Dank, dass ihr da wart und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Juliane Wurm und Jan Heuer, meine Damen und Herren.